Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Nintendo World Championship. Wer kein NES-Game versäumen will, der kann da unten abonnieren, kostet nichts und tut auch nicht weh. Aber Nintendo World Championship, was ist das eigentlich? Das war ein Wettbewerb von Nintendo, wo man drei Spiele spielen konnte oder musste und dann der mit der höchsten Punkteanzahl hat gewonnen. Ja, das waren die Spiele. Super Mario Bros., damit fängt es an, dann geht es weiter mit Red Race und dann geht es weiter zum Schluss mit Tetris. Wer hier am meisten Punkte erspielt, hat hier coole Preise gewinnen können. Und diese Cartridges, also diese Games sind super mega gefragt. Die sind nicht gerade billig. Ich habe ein bisschen gesehen auf eBay, kosten die gut Geld. Also es gab hier die graue Cartridge, die ging hier so weg für knappe $10.000. Huiuiuiuiui. Das schleudert man einfach so mal raus, den NES-Game. Knappe 10.000. Juhu, und dann gab es hier auch noch die Versteigerung des goldenen Moduls, noch seltener. Ja, das geht dann schon mal so weg für $26.000. Also, wenn ihr nicht wisst, wo ihr Geld hinstopfen sollt, dann kauft euch doch einfach mal Nintendo World Championship für den NES. Gut, dann lasst uns mal loslegen mit Nintendo World Championship. Wer möchte, kann sich die Challenge machen, versuchen, meinen Punkterekord zu schlagen. Ich blende ihn dann am Schluss ein. Ich spiele die 7-Minuten-Variante des Games und starte jetzt gleich. Aber ich erkläre euch noch, wie man das Game startet. Ist nämlich nicht so trivial. Man startet das Spiel nämlich mit dem Player 2 Controller und spielt es dann mit Player 1. Also nicht wundern, dass es bei euch nicht funktioniert. Ich nehme mal an, ihr spielt es am Emulator, weil kaufen für $10.000 ist wahrscheinlich bei den wenigsten drinnen. Gut, starten wir das Game. 7 Minuten ab jetzt. Wir fangen an. Get ready für Super Mario. Bei Super Mario muss man 50 Coins einsammeln, also 50 Münzen einsammeln und dann geht es weiter zum nächsten Spiel. Go! Hier geht es natürlich darum, sich zu beeilen. So, ich versuche hier möglichst schnell durchzukommen. Ich weiß nicht. Ich bin sicherlich nicht der Schnellste hier. Aber ich versuche auch nicht der Langsamste zu sein. Ich möchte euch ja auch ein bisschen eine Chance lassen. Irgendwo kann man reingehen. Ist das da? Nein. Mist. Da rein. Ja, da geht's. Da geht's rein. Münzen, 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 Münzen sammeln. So. Verdammt. Komm, komm on. Gut. Weiter geht's. Da gehe ich oben drüber. So, da. Hol mir die Münze. Und hüpf hier gleich mal ins Ziel. Und 23 Münzen und knapp die Hälfte habe ich schon. Aber wie gesagt, wenig Zeit. Nur 6 Minuten 11 über. 6 Minuten 11 noch über. Come on, come on, come on. Lauf schon, Junge. Das ist hier Nintendo World Championship und kein Kaffeekränzchen. So, ne? Ah, jetzt bin ich klein, ist natürlich übel, weil klein sein heißt, ich muss vorsichtiger sein. Und vorsichtiger sein heißt, Zeit verlieren. Gut, hier muss man schnell sein und gescheit Punkte sammeln. 34 bin ich, okay. Hüpfen wir da mal rauf. Holen wir uns hier noch ein paar Münzen. Sehr gut, jetzt kann ich nicht schießen und muss hier warten. Schildkröte wird als Geschoss verwendet. Tschüss, Junge. So, da hier noch einen. Da sind wir auf 55 gleich. So, noch 5 verdammte Punkte. Ach, come on. Komm, 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 komm. Und, ah, ich hätte darauf hüpfen müssen. Verdammt. Das kostet, das kostet. Aber da gibt es auch Punkte. Da kann ich es auch machen. Gut. 5 Minuten. Bei 5 Minuten. Naja, bitte. Nicht so schlecht. Könnte besser sein. So, 50 Coins, Punkte, ready to play, next, Red Race, Red Race. Ganz so nebenbei ein gutes Spiel, Red Race. Das Ganze erinnert mich ja schon ziemlich an NES Remix. NES Remix. Ich finde, sie hätten das Spiel einfach so rausbringen können.
Wäre wahrscheinlich mit den Lizenzen ein bisschen schwer gewesen, aber ich finde, das Spiel ist echt gut mit den verschiedenen Games hintereinander zocken. Taugt mir total. Also ich hab Spaß, wie immer. Wie so oft, ich habe richtig Spaß. Ah, ja. Naja, immer nicht. Nachdem ich letztens ja Ninja Kid spielen musste. Boah, Leute, Ninja Kid habe ich echt gehatet. Ich versuche mich... verdammte Kacke. Verdammter Mist. Mist meine ich natürlich. Ich habe jetzt nicht Kacke gesagt, nein. Nein, sowas sage ich nicht. Verdammter Mist. Da hätte ich bremsen müssen. Ja. Darf nicht zu viel geben. Okay, come on. Lass ihn mal vorbei. Come on. Rechts vorbei. Lass dich vorbei, du blödes Auto. Ei. Gut. Vollgas. Bremsen. Ich fahre in jeden rein. Ich fahre jeden verdammten Wagen rein. Kommt mir vor. Beim Üben war ich besser. Das müssten wir einfach so... Ach, der kommt natürlich genau dort, wo ich stehe. Come on. In den knall ich jetzt mal nicht rein. Ich will nicht in den reinknallen. Das geht sich aus. Ja. Und links vorbei. Jetzt müsste ich eigentlich bald im Ziel sein. Kann nicht mehr so weit sein. Ich glaube, es ist nicht mehr weit. Ich habe keine Zeit, auf irgendwelche Anzeigen zu schauen. Nein. Keine Zeit für sowas. Ja. Ich muss mal dieses Ride Race, das habe ich noch gar nicht let's played. Kommt erst. Richtig gutes Game, finde ich. Wieso, denn verdammter Mist. Und zum zweiten Mal. Nein, das wird nichts. Leute, ich mache es zu einfach. Ich mache es euch zu einfach, mich zu schlagen. Geschafft. Okay. Great Race. Naja, so great war es dann auch wieder nicht. Okay, Tetris. Weiter geht's mit Tetris. Noch 2 Minuten 20 über. Okay, ich fange mal wieder an mit den richtig üblen Steinen gleich mal an. Kann ich das noch verschieben nach rechts? Ich glaube schon. Ja, das geht. So, da. Weiter. Versuch wenigstens ein Tetris hinzukriegen. Ein Blick auf die Uhr sagt 2 Minuten. Das geht sich aus, ein Tetris hinzukriegen. Das haben wir da rein. So, da. Ich spiele ja relativ oft mal Tetris auf der Switch. Taugt mir total. Wie machen wir das? Das gehen wir. Verdammt. Ja, so. Gut. Aber jetzt könnte mal ein langes kommen. Damit ich auch gescheit Punkte mache hier. Bin mir nicht sicher, ob das die beste Strategie war, das so zu machen. Nur noch eine Minute. 30. Und ich krieg kein langes. Wieso kriege ich kein langes? Verdammt. Ein langes. Lang. Habe ich. Ja, ein langes. Perfekt. Ein langes. Und tschüss. Fettpunkte absahnen. Vielleicht kriege ich noch ein langes. Noch ein langes, bitte. Ja, das geht sich noch aus. Eine Minute habe ich noch. Fett. Gut, weiter geht's. Noch ein langes. Perfekt. Okay, das hat sich jetzt nichts alles weggebrezelt. Leider kein Tetris gewesen. Das kostet Punkte. Das kostet natürlich Punkte. Ich habe gelesen, die meisten haben hier. Die meisten Punkte werden immer bei Tetris gemacht. Bei den Pros. Also ich hoffe, mir gelingt das auch, dass ich am meisten Punkte bei Tetris hinkriege. Ist ein bisschen ungewohnt, so ohne Speicher, ohne Vorratsspeicher zu spielen. Weil auf der Switch bei Tetris hat man ja diesen Vorratsspeicher. Come on. Was mache ich denn mit dem Dreck jetzt? Ich brauche den Dreck nicht. Okay, 19 Sekunden noch. Irgendwas. Ich hau noch schnell runter. Einfach nur runterhauen für die Punkte. Bringt das Punkte? Ja, es bringt Punkte, wenn ich was runterhau. 9 Sekunden. Runter. Ich hau einfach runter. Was das Zeug hält. Was soll's? Ja, da ist noch eins. Ja, komm mal. Geh runter. Ja. Runter. Zeit aus. Wie viele Punkte? Und ja, wer sieht das am meisten Punkte gemacht? Das ist gut. 282.960 Punkte, Leute. Das müsst ihr mal schlagen. Ja, das war's mit Nintendo World Championship. Wahrscheinlich das teuerste Spiel am NES. Freut mich.
Ich freue mich auf Kommentare. Bitte kommentiert, wie viele Punkte ihr schafft. Ich hoffe, vielleicht schlage ich irgendjemanden. Auch wenn ihr weniger habt, dann freue ich mich. Daumen hoch da lassen, nicht vergessen. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.